Salam from Iran. Hallo aus dem Iran. Ich bin mit meinem Freund David in Teheran gelandet. Wir wollen das Land entdecken. Wo stehen wir jetzt? Wir stehen vor dem Freiheitsturm. Eines der Wahrzeichen von Teheran. Lasst uns die Stadt entdecken. In der Hauptstadt Teheran leben etwa 15 Millionen Menschen. Der Freiheitsturm wurde vom letzten Schah gebaut zur 2500-Jahr-Feier der iranischen Monarchie. Mir gefällt die Symmetrie. Wenn ihr unterwegs seid, nehmt am besten die Metro. Die ist gut und billig. Kostet nur 10 Cent, Eurocents. Unbedingt besuchen müsst ihr den Golestan-Palast, wörtlich übersetzt Palast der Blumen, wegen der vielen Innengärten. Manche mag es vielleicht überraschen, wie modern Teheran ist. Ein gutes Beispiel dafür sind die zahlreichen Coffeeshops. Hier gibt es tolle Läden. Ein guter Tipp ist auch der Streetfood-Markt mit seinen mobilen Cafés und Restaurants, jeden Freitag in der Altstadt. Zeit, selber was zu essen in einem typisch iranischen Restaurant. Wir haben ein Nationalgericht bestellt, Kebab und Dizi, eine Art Eintopf. Weil die Seidenstraße ja auch durch den Iran führt, spielt der Handel bis heute eine große Rolle. Ihr müsst unbedingt den großen Bazar in Teheran besuchen. Die Gänge ziehen sich über 11 Kilometer. Wenn man schon mal auf dem Bazar ist, muss man auch was kaufen. Wir haben uns ein paar Nüsse geholt. Unsere Bekannte Ghazal hat uns auf das Dach von Teheran geführt, am Fuße des Berg Totschal. Von hier hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Und mit dieser Bahn kommt man ganz schnell wieder runter. Und wenn ihr euch fragt, wie das hier in Teheran mit dem Nachtleben ist, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder gar kein Nachtleben oder ihr findet Freunde, die euch zu sich nach Hause einladen. Zum Grillen, Tee trinken und unterhalten. So lernt man viel über iranische Kultur. Kann ich nur empfehlen. A nice chess. And this is how you get to know the culture in Iran, which is really recommendable.